Radio war neben der Presse das einzige Informationsmedium der damaligen Zeit. Der Volksempfänger, auch Goebbels Schnauze genannt, wurde von den Nazis massiv für ihre Propaganda eingesetzt. Wer sich über die tatsächliche Kriegslage informieren wollte, musste heimlich Radio London hören. Hier ist England. Radio London war natürlich die Radiostation, die für uns in Frage kam. Erstens aber gab es schicke Musik und zweitens wurden die neuesten Sachen erzählt, die uns natürlich vorenthalten wurden. Man konnte es also nur mit bei geschlossener Haustür und mit abgedecktem Radiogerät, schallabgedecktem Radiogerät hören, denn es war natürlich, um nicht zu sagen, tödlich. Aber für uns war es also an der Tagesordnung, man wusste die Zeiten und es wurde Radio London gehört. Also man konnte nur mit Eingeweihten dort, von denen man wusste, dass man mit ihnen darüber sprechen konnte, konnte man sich über so etwas unterhalten, sonst war es lebensgefährlich. Radio London war für uns natürlich tabu. Ich weiß, dass mein Vater sagte, also wir hatten ja den Volksempfänger, das war ja das einzige Instrument, was uns die Nachrichten überhaupt übermittelte. Von der Zeitung konnte man nichts erfahren. Wir hatten das Hamburger Fremdenblatt zuerst und Radio war eben wichtig. Und dann war am Anfang, kam meine Tante, das war eine große Revolutionerin, würde ich mal sagen, die sagte, lass uns doch mal Radio London hören, da weiß man wenigstens, was wirklich los ist. Und die wusste auch genau, wie der Sender einzudrehen war. Und dann haben wir also Radio London gehört und hab gesagt, naja, so viel Neues ist da auch nicht. Also man konnte es relativ leicht empfangen, aber ich hatte das Gefühl, das waren schon zensierte Nachrichten oder Meldungen. Mit dem konnte man den englischen BBC hören. Bum, 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 bum. Und da wurde es natürlich bei uns mit den Nachrichten doch etwas besser. Mutter hörte es meistens unter der Bettdecke. Man stellte den Apparat unter die Bettdecke und zog die Bettdecke drüber, dass ja kein Nachbar irgendeinen Ton auch nur davon hörte. Und das war also eine Verbindung mit der Außenwelt. Das war ein großes Plus, was sich da zeigte. Wir hatten ja nur wenig Medien. Wir hatten ja nur ein ganz kleines Radio. Das war der kleine Goebbels, nannten die den immer. Meine Tante nannte den so, weil Goebbels Schnauze da immer drin Reden hielt. Und ich glaubte natürlich diesen Reden. Die waren ja also sehr geschönt. Und Hitler hatte keine Schuld. Ich war fest überzeugt, das war doch nicht unsere Schuld. Mein Onkel, er hörte also Londoner Rundfunk in seinem Wohnzimmer und wir hatten nur eine Tür, die war durch eine Holzverschalung getrennt zu seiner Wohnung und ich hörte das immer bum, 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 bum. Und meine Mutter sagte, dass du ja nicht erzählst, dass Onkel Edmund hier einen Sender hört als einen Deutschen. Und ich hatte also wirklich solche Bedenken. Ich wusste nicht, was ist links, was ist rechts, also wirklich. Und ich habe nie ein Wort darüber gesagt, aber ich weiß, dass er seine guten Informationen, dass er die eben aus dem Londoner Rundfunk hat. Informationen aus dem Reichspropagandaministerium, ob das nun Wehrmachtsberichte waren oder andere Informationen, die waren ja so etwas an verdreht und an verlogen und also wirklich auf den Kopf gestellt teilweise, dass man, selbst wenn man ein bisschen bescheuert war, schon hat erkennen müssen, dass man dort auf eine Art und Weise angelogen wurde, die also wirklich abenteuerlich war.
Unsere Sendung ist beendet. Vergessen Sie nicht, Ihren Apparat sofort auf die Wellenlänge des Deutschlandsenders zurückzustellen. Auf Wiederhören.